Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package Charter Flight will soon be arriving at the deserted island. Hallo und willkommen zu meinem neuen Animal Crossing Projekt auf meinem Kanal. Und zwar, wie ihr gerade sehen konntet, habe ich den Trailer von Animal Crossing New Horizons für die Switch eingespielt. Und das Spiel erscheint am 20. März 2020. Ich habe es auch schon vorbestellt. Ich hoffe, dass es dann rechtzeitig ankommt, dass wir da gemeinsam reinstarten können. Ich bin wirklich großer Animal Crossing Fan und ich habe keine Möglichkeit vom 3DS auf den PC das zu übertragen, weshalb ich das nicht aufnehmen kann, habe ich mir gedacht, wir spielen, bis Animal Crossing New Horizons kommt, spielen wir so lange Pocket Camp. Ich habe schon einen Pocket Camp Account mit meinem Nintendo Account verknüpft, also ich spiele jetzt nicht von Anfang an, ich werde euch gleich meinen Zeltplatz zeigen. Ich habe aber nicht sehr weit gespielt. Ich habe damals gespielt, als es rauskam. Und aber keiner meiner Freunde hat es damals gespielt. Und irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das bei mir dann so verlaufen, weil ich halt auch nicht immer so viel Zeit habe und so. Aber ich würde das jetzt gerne wieder aufleben lassen, denn ich liebe Animal Crossing. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ihr seht auch links meine ID, die habe ich euch schon eingeblendet. Warum ich nicht von vorne anfange, hat zweierlei Gründe. Ich könnte entweder meinen Account löschen, das möchte ich nicht, da ich zwei, drei Special Items habe, wie zum Beispiel den KK-Hocker oder auch eine Mütze aus Splatoon 2, als da ein Event war. Und wenn ich den Account löschen würde, wären diese Items weg und die bekomme ich so halt auch nicht wieder. Deswegen möchte ich den Account nicht löschen. Wahlweise könnte ich natürlich noch einen neuen Nintendo-Account machen, aber der wäre dann halt nicht mit meinem richtigen Nintendo-Account verknüpft. Weshalb ich jetzt einfach sozusagen mittendrin starte. Ich zeige euch meinen Campingplatz und falls ihr das Spiel neu beginnt, dann habt ihr da ein wirklich gutes Tutorial, das euch alles erklärt. Lest es euch durch, guckt es euch an. Das Spiel ist komplett auf Deutsch, was ich sehr gut finde. Und ich finde, es ist wirklich gut gemacht. Man kann natürlich echtes Geld dafür ausgeben, muss man aber nicht. Aber jetzt habe ich genug gequatscht. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Spiel. Und dann zeige ich euch mal, was ich noch so weiß und was sich alles getan hat, was ich nicht mehr weiß. Denn es hat sich sehr viel geändert, wie ich erfahren habe. Ich habe jetzt gestern mal wieder reingeguckt und ich war überrascht, dass sich so viel verändert hat. Ich habe von so vielen Sachen keine Ahnung. Also wenn ihr das Spiel schon länger spielt und Tipps für mich habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Da freue ich mich sehr drüber, denn ich habe momentan keinerlei Ahnung von dem Spiel. Ihr seht schon, ich habe da hinten was gebaut, das blinkt und hüpft.
So, also das hier ist mein Wohnmobil, natürlich in Lila, meine Lieblingsfarbe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da kann man sogar einsteigen. Jawohl. Frohen Valentinstag. Genau, es ist Valentinstag heute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Valentinstag und habt an eure Lieben schön Schokolade verschenkt und bekommt auch selber viel Schokolade. Ach genau, ich habe auch hier so eine Melinda-Tasse. Die wäre halt auch weg. Oder ja, das ist so ein, was ist das denn? So eine Keksdose? Weiß ich gar nicht so genau. Kann man sich hier hinsetzen? Ja, mein Wohnwagen ist noch sehr spärlich. Ich habe auch noch keinen Doppeldecker. Man kann es wohl ausbauen. Das wusste ich auch nicht. Das ist mir auch neu. Ich könnte jetzt auch hier vorne wahrscheinlich losfahren. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte euch erstmal meinen Campingplatz zeigen. Ja, lass mich raus. Man hat halt leider sehr viele Ladebildschirme, aber die sind so süß gestaltet, da kann man drüber weggucken. Also man kann hier auch durchswitchen. Ah, okay. Wenn man schnell genug ist, kann man da auch durchswitchen. Ich soll mit diesen Campern sprechen, mit Jan, Alpollo, ich glaube Sophie, sprechen wir mal mit Alpollo. Nein, ich möchte ihm nicht das Herzlichgeschenk geben. Das ist jetzt nämlich wegen dem Valentinstag. Das Geschenk kann man heute noch verteilen. Das gebe ich aber einem anderen Camper. So, Schrecklass nach. Du bist's. Was ist los? Was gibt's Neues? Dein Zeltplatz ist der beste Ort zum Zeitverplempern. Also hast du heute noch was vor? Kommt darauf an. Sonst würde ich dir nämlich noch eine Weile weiter auf die Nerven fallen. Haha. Okay, alles klar. Also ihr habt gesehen, mein Freundeslevel bei ihm ist gerade gestiegen, glaube ich zumindest. Gott. Also das hier ist mein Campingplatz. Das hier ist dieses Platoon-Item, diese Bühne. Wobei ich da noch nie gesehen habe, dass irgendjemand damit interagiert hat. Die Mütze, die ich aufhabe, ist auch aus Platoon. Also wie gesagt, von dem Event, was man damals machen konnte. Ich habe leider nur sehr wenige Items davon. Mit Felix soll ich auch sprechen. Der sitzt gerade hier den Quatschi auch gerade mal an. Möchtest du Felix das Herz? Nein, das möchte ich nicht. Lieber nicht. Juhu, endlich Valentinstag, Deloara. Heute kriege ich Schokolade von allen, die mich ganz doll lieb haben. Hoffentlich sind das auch viele. Ja, das hoffe ich auch für dich. Aber ich glaube, das hat jetzt gar nicht, nein, das hat nichts als Quatschen gezählt, weil ich keine Antwort geben konnte. Nein, ich möchte ihm immer noch nicht das Geschenk geben. Okay, ich suche gleich mal dem Camper, dem ich das Geschenk überreichen möchte. Sonst kommt immer wieder diese Einblendung. Wenn du was Kuscheliges zum Anziehen für mich findest, sag mir bitte ganz schnell Bescheid. Okay, das kann ich machen. Ich bin immer für dich da. Deloara, kennst du schon mein neues Hobby? Ich bin jetzt Tortenbäcker. Oh, lecker, Torte. Ich lerne gerade, wie man so kleine Figürchen aus Zucker bastelt. Blümchen zum Beispiel. Oh, süß. Hast du vielleicht mal eine Blume übrig, die ich als Modell nehmen könnte, Manu? Sicher? Guck mal, ich habe ganz viele Tulpen. Nimm mal eine Tulpe. Eine, ja. Oh, ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht alle gegeben. Die Papageitulpe duftet ja genauso schön, wie sie aussieht. Danke, Deloara. Ja, gerne. Oh, da freut er sich. So. Heute ist einer der schönsten Tage von meiner ganzen Reise. Und das alles nur wegen dir. Du bist die allerbeste Deloara aller Zeiten. Okay, danke schön. Das Problem ist, ich glaube, ich kann bei Alpollo und bei Felix gar nicht mehr in der Freundschaft steigen, weil ich habe einen putzigen Campingplatz. So. Ah, da ist Sophie. Ich möchte mit Sophie quatschen, weil sie ist eigentlich aus ihrem Grund. Aus diesem Grund habe ich mich damals für den putzigen Zeltplatz entschieden, weil ich sie als Charakter haben wollte. Da wusste ich noch nicht, dass man dann alle Charaktere trotzdem haben kann. Und deswegen gebe ich ihr auch jetzt das Geschenk. Möchtest du Sophie das herzlich Geschenk geben? Ja, das möchte ich. Geschenk überreichen. Kannst du es nur einem, gibst du es Sophie? Kannst du es niemandem sonst geben? Ja, ich weiß, dass es nur einem geben kann. Ja, gerne. Willst du wirklich diesen? Ja, möchte ich. Lass mich ihr doch endlich dieses Geschenk geben. Deluara, was geht ab? Oh, du willst einfach so mit mir reden? Voll cool. Flöt.
Ach, ist das süß. Oh, ich hätte zuerst dieses Ding da aufmachen sollen. Ach Mann. Ich finde es auch ganz wichtig, Zeit mit meinen größten Fans zu verbringen. Flöt. Und wenn ich total ehrlich bin, bin ich ja irgendwie auch dein Fan. Vielleicht mehr als umgekehrt. Oh, wie süß. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Sophie das Geschenk zu geben. Ja, dann gib's ihr doch. Bitte. Danke, dass du so bist, wie du bist, Sophie. Als Dankeschön habe ich hier ein Geschenk für dich. Na. Ach, ist das süß. Wow, das ist ja super lieb. Was habe ich gemacht, dass ich so ein süßes Geschenk kriege? Ja, pack's aus. Voll schön, aber echt, wenn du für mich dankbar bist... Was? Voll schön, aber echt, wenn du für mich dankbar bist? Also dann bin ich tausendmal so dankbar für die... Oh, okay. Jetzt macht das Sinn. Oh, sie hat es gar nicht ausgepackt. Zum Glück weiß ich genau, wie ich mich bedanken kann. Hier kommt ein Geschenk für dich von mir. Oh, danke schön. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ach, ist das süß. Ach Gott, guckt mal, wie niedlich das ist. Oh mein Gott. Mhm. Dankeschön, Sophie. Ich habe dir sogar noch einen Brief dazu geschrieben. Den liest du doch, wenn du dekorierst, oder? Ja, wenn ich ihn lesen kann, dann lese ich ihn auch. Ach, ist das niedlich. Diluara, ich will, dass du weißt, egal wie berühmt ich werde, du bleibst mein Lieblingsfan. Ja, ist okay. Ich finde sie einfach super knuffig. Jetzt sind wir im Freundschaftslevel auch gestiegen. Wie gesagt, ich glaube, bei Apollo und Felix geht das nicht. Weil weil die beiden nicht putzig sind, sondern ich glaube cool und, keine Ahnung, schläfrig vielleicht. Ich weiß nicht, was Felix ist. So, ich drück hier mal eben auf das Teil, beziehungsweise ich glaube, ich muss hier unten drauf drücken. Denn ich habe mein Zelt aufgewertet und das ist jetzt fertig, genau, Enthüllung. Was ist gerade chaotisch? Tut mir leid. Ist gerade alles ein bisschen hin und her und ja. Hier unten links, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich glaube nicht, seht ihr übrigens meine Freundes-ID, wenn ihr mich in euren Freundesliste aufnehmen wollt, dann könnt ihr mich mit der ID einfach aufnehmen. Na gut, dann wollen wir mal. Auf los geht's los. Okay. Da-da-da-da. Ach, wie süß. Ja, es ist halt der putzig Zeltplatz, deswegen ist ja auch alles so putzig und süß und... Oh, ich kann jetzt eine Schaukel herstellen. Ja, weiter. Ja, und das ist eben... Huch, wer ist denn Sunny? Also Sunny ist nicht auf meinem... Glaube ich. Gott. Nein, ich glaube, Sunny ist nicht auf meinem Zeltplatz. Also Sophie ist auf meinem Zeltplatz, Jan ist auf meinem Zeltplatz, Mimi... Und Liliane. Aber Sunny sagt mir jetzt nichts. Ja, Freundschaftsgrad erhöht von Mimi. Von Sunny? Also, ich wüsste nicht, dass ich den auf dem Zeltplatz habe. Aber gut, dann, ja. Habe ich den wohl... Ich sag ja, ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Gut. Genau. Bienchen habe ich noch. Bella habe ich noch. Mimi. Alpollo. Hier habe ich KK. Da ist Liliane. Die ist gerade auf der Eisbahn. Die habe ich mir auch über ein Event, glaube ich, erspielt oder hergestellt. Oh Gott. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also, ich soll noch mit Bella sprechen. Oh, wie sie direkt im Zelt drin sitzt. Moin, Deluara. Von dem Zelt hier hat man echt einen krass schönen Ausblick. Ja, danke schön. Soll sogar bei zu viel Blutdruck helfen, wenn man sich Natur und so anguckt. Muss ich mal probieren. Immer wenn mich mein altes Leben einholt, bin ich nämlich gleich auf 180. Oh, das ist aber nicht gut. Aber das hat jetzt auch wieder... Doch, das hat gezählt. Okay. Dann quatschen wir noch ganz schnell mit Liliane...
Wenn ich mit ihr quatschen kann auf dem Eis. Ja, das geht. Hallo, die Luara, alles Liebe zum Valentinstag. Wenn ich sehe, wie die Leute so romantisch werden, da fängt mein Herz ganz stark an zu klopfen. Okay, cool. Ja, jetzt rede ich nochmal mit ihr, weil das wieder nicht gezählt hat. Also manchmal zählt das und manchmal zählt es nicht. Das ist ein bisschen komisch. Oh, stimmt etwas nicht, Kröti? Doch, doch, alles gut. Ich will nur mit dir quatschen. Darf ich dir etwas verraten, Deluara? Ich liebe es, wenn du deinen Zeltplatz eingerichtet hast. Wie du deinen. Ah, okay. Und ach, vielleicht sollte ich auch meinen Anteil beisteuern. Hier, bitte nimm das. Ach, ist sie nicht lieb? Ich krieg Geld. Geld ist immer gut. So. Oh, hat wieder erhöht. Ja, sie ist auch ein putziger Charakter, deswegen erhöht sich das auch mehr als 7. Und ich habe das Gefühl, bei 7 geht das bei den anderen nicht mehr. Vielleicht sollte ich die dann auch mal austauschen. Schreibt mir. Oh, ich habe sogar Level Up. Yay! Da bekomme ich jetzt. Also genau, Bloodbongs, das ist die Währung, die man eigentlich für Geld kaufen kann. Aber wie ihr seht, man kann die auch im Spiel erspielen. Ich habe hier noch andere Sachen freigeschaltet. Okay, cool. Camper-Index wurde erweitert. Okay, also die kann ich jetzt noch kennenlernen. Und ich kann neue Möbel herstellen. Cool. Sehr cool. Die Hütte wurde zu deiner Landkarte hinzugefügt. Nur zu, mach deine Hütte zu deinem Ort. Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass es eine Hütte gibt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also. Ich will jetzt gar nicht mehr so lange rummachen. Also das ist mein Zeltplatz, wie ihr seht. Es ist hier noch gar nicht viel. Ich habe nur rudimentäre Möbel, bis auf zwei, drei Kleinigkeiten. Was ich gerne noch machen möchte, ist, weil, dass ich diese Schaukel da herstellen möchte. Wenn ich rausfinde, wo. Ah, hier wahrscheinlich. Bereit. Ist es das? Extra Item. Oh, nee, Sina Stricktisch. Oh, das wäre natürlich cool. Aber das würde jetzt Bloodbongs kosten, wie ihr seht. Ich habe 360 Bloodbongs. Noch 32 Tage. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich die Bloodbongs dafür ausgeben soll. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Gucken wir mal hier. Ach, hier ist die Schaukel. Cool. Ja, die will ich haben. 3000 Sternis. Jawohl. Das können wir machen. Was jetzt herstellen? Wieso kann ich denn. Ich will aber keine Bloodbongs dafür ausgeben. Ach, ich habe nicht genug. Ahaha. Weil ich hier nicht genug Putzig-Essenzen habe, kann ich die nicht herstellen. Okay, ich brauche mehr Essenzen. Gut. Nein, also dafür gebe ich jetzt keine Bloodbongs aus. Wir werden hier versuchen, die Essenzen zu bekommen und dann bauen wir die Schaukel. So machen wir das. Und genau, dann schließe ich das hier erstmal wieder. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge auch schon? Wie gesagt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich das für diesen Stricktisch ausgeben soll. Hier läuft übrigens gerade ein Valentins-Event, wofür man hier verschiedene Jobs machen kann. Da kann man auch Bloodbongs bekommen. Moment. Ja, ich glaube, man muss auf Details gehen. Der Valentinstag sagt, ja, das habe ich gemacht. Sammle folgendes, indem du an Aktionen teilnimmst. Herzjuwel, genau, da muss ich noch rausfinden, wie das geht. Dann kann man besondere Belohnungen bekommen und das läuft noch bis zum 29.02. Genau. So, irgendwie zur Sitzung. Genau, wenn man das hier macht, also wenn ich jetzt ein Herzjuwel bekomme, dann bekomme ich 300 Sternis und das geht hier weiter und dann kann man hier die verschiedenen Sachen freischalten. Auch hier könnt ihr, wie ihr sehen, Bloodbongs bekommen und am Schluss bekommt ihr dann halt auch so, also ihr bekommt noch so verschiedene andere Items. Das geht dann noch weiter und, ne? Also das ist, da könnt ihr diverse Sachen freispielen. Das finde ich sehr gut. Und man bekommt halt auch immer diese Bloodbongs. Das heißt, ihr müsst kein echtes Geld ausgeben, um diese Bloodbongs zu erhalten. Das finde ich sehr, sehr gut. Freunde habe ich im Moment nicht viele. Die meisten sind auch inaktiv, weil ich halt, wie gesagt, sehr, sehr lange nicht gespielt habe.
Wenn ihr mich einladen möchtet, seht ihr hier nochmal meine ID. Ich habe die auch unten links eingeblendet und dann könnt ihr mich einfach hinzufügen. So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst mir doch ein Like und einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bye, bye.